So, und da habe ich eben halt jetzt alles geplündert, was es hier so gab in diesem Anwesen. Wie ihr seht, es ist nicht ganz so viel. Eigentlich bloß das übliche Gedöns, paar Bolzen, paar Tränke und das war's. Eine Funk, eine Halskette, ein Speer plus eins. Und wir haben das Porträt für Ofala gefunden. Sowas in der Art hatte ja der Rumbutton oder keine Ahnung, ja schon angedeutet beim letzten Mal, dass er irgendetwas von der Ofala hat. Und das haben wir dann eben halt aus seiner Truhe entwendet. Ich habe gesehen, dass ich doch schon wieder ganz schön belastet bin und es wird Zeit, dass ich ein bisschen was verkaufe. Die Pixie lasse ich draußen, da wir ja danach weiter im Schwarziviertel unterwegs sein werden. Und ja, da kann ich dann gleich die Truhen die und so weiter, die man unterwegs findet, plündern. Und ja, müssen wir da jetzt durch, würde ich so sagen. Na, da ist er schon. Hab ich auf jeden Fall das Geräusch schon gehört. So, was auch immer. Hallo, Hallo? seid ihr bereit für den nächsten? Nein, bin ich nicht bereit. Ich habe leider immer noch nicht die letzte Zutat gefunden. Aber das werden wir noch in diesem Durchgang erledigen. So, nee, negativer Energieschlag, den können wir behalten. Genesung eigentlich auch. Elemententrotzen, Blitz. Ah, das brauchen wir nicht. Negativer Energiestrahl behalten wir. Stille behalten wir mal auch lieber. Genesung, der ist stark, der ist besser als die teilweise Genesung. Was hatten wir hier? Die schwere Armbrust plus 1, Schienenpanzer und schwerer Streitpflege. Turmschuh plus 1, Keule plus 1, Speer plus 1. Blutroter Ring brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Haben wir hier noch Magie Bandes und schwache magische Bresche. Das lasse ich mal auch alles lieber da. So wie wir gehört haben, ist ja dieser eine, der momentan ja, im Schwarzseeviertel die Vorräte zurückhält, soll ja ein starker Magier sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den ohne Kampf zur Ausgabe des Schlüssels überreden können. Und da ich mir da nicht sicher bin, muss ich die Sachen behalten, die im Kampf gegen Magier wichtig sein könnten. Kupferhalskette brauchen wir nicht. Mittelschwere Wunden behalte ich mal. Unsichtbaren Wein. Alles. Was ist das für eine? Ach, zu spät. War hier noch was drin? Halluz. Halluet. Austragungsbuch. Ausgrabungsbuch. Meine Fresse jetzt aber hier. Nee, nee, nee. Jo. Sieht gut aus. Habe ich nicht auch. Hier, die brauchen wir auch nicht. Gut. Dann wieder zurück. Ja, gucken brauchen wir jetzt nicht, ob es jetzt hier bessere Sachen gibt. Wenn ich mich recht erinnere, werden die Sachen einmal zu Beginn des Kapitels generiert und im Laufe des Kapitels kommt einfach nichts Neues dazu. Ich kann mich da irren, aber ja, warten wir mal ab, bis wir ins nächste Kapitel kommen. Da werden wir auf jeden Fall das ein oder andere Kleinod akquirieren können. Und dann macht die ganze Sache auch schon ein bisschen mehr Spaß. Portal nutzen. Und raus ins Schwarziviertel. Ich sollte geisterhaftes Antlitz erneuern. Ich glaube, das ist weg. Ach, sieht so aus, als ob hier zu ist, oder? Ach nee, da geht's hoch. Sehr nett. Rosi? Ha, da kommt sie. Ich sehe sie auf der Minimap. Da hinten geht's irgendwo lang. Nee, gehen wir erstmal hier lang. Schwarzseeviertel. Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste! Hätte ich die beinahe übersehen. Und ich hätte diesen Aventurin verpasst. Das wäre natürlich herzergreifend traurig gewesen. Ja, genau, du kannst hier das Schloss knacken. Ich schaue mir mal das Schild an.
Zoo von Nivenda. Ah, da sollten wir so oder so hin. Für den Druiden. Druiden. Ein Druide war was anderes, nicht wahr? Jetzt war ich mir selber gerade nicht mehr so sicher. Was ist das hier? Millies Haus. Millie, war das nicht gerade hier? Genau, wo ist die hin? Könnt ihr euch noch an die erinnern? Das war hier diese, ja, dieser sehr unvital aus. Genau die. Wollen wir mal mit der reden, bevor wir in das Haus reintreten. Grüße euch, mein Freund. Ja, wer bist du denn, Millie? Aha, sie ist die Putzfrau hier. Früher besaß sie mal einen schönen Namen und ein ebenso schönes Gesicht. Jetzt verdient sie ihre paar Münzen damit, dass sie das Viertel sauber hält. Wäsche waschen und so weiter. Okay, dann fragen wir mal, ob sie in jedem Haus hier war. Nicht in jedem, aber das macht kaum mehr Unterschied. Gibt es bestimmte Anwesen, zu denen ihr nicht geht? Zu Meldians. Und sie will nicht darüber reden, warum. Und wir versuchen sie zu überreden. Nun, das war vor langer Zeit, Junge, als ich noch jung und hübsch war. Meldian war ein junger Adliger und ich habe jetzt leider weggemacht, aber ich sehe es ja noch hier unten. Und er sah auch richtig gut aus. Ha, sein Vater, Friede seiner Seele, billigte unsere Freundschaft nicht so, dass der junge Meldian mich einfach aufs Anwesen schmuggelte. So war das. Aber das war lange bevor Meldian ein richtiger Mager wurde und so. Er hatte keine Verwendung mehr für eine arme alte Frau und am besten lassen wir die Sache in der Vergangenheit ruhen. Nee. Okay, dann möchten wir doch mal wissen, ob es einen anderen Eingang gibt, wenn er sie schon die ganze Zeit ins Haus geschmuggelt hat. Und, es gibt einen, und zwar in ihrem eigenen Haus führt eine magische Tür in das Anwesen von Meldian. Und wir bekommen sogar noch ihren Schlüssel. Ist doch wunderbar. Und wir geben ihr natürlich als Dank 10 Goldmünzen. Wir sind einfach mal zu gut. Nö. Wollen wir nicht mehr mit ihr reden. Hat uns ja schon geholfen, die Kleine, ne? Na, dann würde ich sagen, ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir diesen, dass wir in das... War ich jetzt da schon dran an der Kiste? Dass wir zu diesem Meldian so oder so gehen müssen. Der klingt schon so fies, als ob er irgendetwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Okay. Hier dürfen wir nicht durch, sagt er. Fragen wir mal, wer hier überhaupt wohnt. Ah, das ist der Meldian. Gibt es einen Weg, sich mit Meldian zu treffen? Nein, gibt es nicht. Gut, da wir einen Alternativeingang haben, wollen wir natürlich nicht hier so blöd rumstänkern. Millie? Gehst du mal aus dem Weg? Du hübsches Ding? Ah, bevor wir dann in Millies Haus gehen, schauen wir uns noch den Rest hier an und ja, heben wir uns Millies Haus ganz zum Ende auf. Ja, ein beladener Wagen. 17 Gold und ein Feuerachrad. Nummer 8 Gold und eine Truhe, die sich nicht anklicken lässt. Was umso erstaunlicher ist, weil diese Truhe eine... Ja, wie nennt man das? Ein Fass war. Und keine Truhe. Oh, ein Kupferring. Ja. Was die Leute alles so wegschließen. Einen ganzen Kupferring. Was haben wir denn hier? Zur blanken Planke. Oh Mann, sagt das mal 10-mal hintereinander, wenn ihr was getrunken habt. Wird nicht einfach. Oh, nochmal 10 Gold. Machen wir den Rest jetzt noch oder geben. Ach, wir gehen erstmal hier rein. In einer Taverne wird äußerst selten gekämpft. Zumindest nicht so, dass man sich Sorgen machen musste. Reden wir mal mit Turin. Was wollt ihr? Dürfte ich nach eurem Namen fragen? Wir kennen ihn zwar schon, aber wir sind ja höflich. Ah, das ist der Kommandant der Schwarzseewache. Schwarzseestadtwache. So. Auch das dürft ihr gerne 10-mal, ach, sagen wir mal 20-mal hintereinander sagen.
Gut. Freut mich, dich zu sehen. Ja, wir wollen mal nach Arbeit fragen. Aha, einer seiner Männer scheint verschwunden zu sein. Samuel. Fragen wir mal, wo er sein könnte. Mhm, er hatte Schwarzviertel nicht verlassen. Fragen wir mal, wo er zuletzt gesehen wurde. Aha. Er war an irgendeiner Sache dran, aber keiner weiß, was er gemacht hat. Wir fragen nach einer Belohnung und würden 300 Gold bekommen. Dann werde ich ihm mal sagen, dass wir nach dem Samuel suchen gehen. Und wir versuchen natürlich einen kleinen Vorschuss zu bekommen. Und haben 100 Gold bekommen. Wunderbar. Haben wir hier noch was? Ein Schankwirt? Ne, mit dem brauchen wir nicht reden. Doch, können wir reden. Können wir die Fallen mal verkaufen. Was kann ich für euch tun? Ach, können wir nicht bei dem verkaufen? Ich dachte, das kann man in derartigen Etablissements tun. Nix? Nix. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht der Hinterausgang. Aha! Da kommen wir nicht rein. Da brauchen wir irgendeinen Schlüssel für. Oder wir kommen da irgendwann mal raus. Wie rum auch immer. Na denn. Kommst du mit? Pumpkin, der sieht zu klein aus. Ist das ein Artgenosse oder ein Kind? Na? Ist ein Kind. Fragen wir mal, ob es irgendwas Interessantes gibt. Aha, da ist irgendwas hinterm Bücherregal und sie darf gar nicht darüber reden. Versuchen wir sie dann doch mal zu überreden. Aha, Mutti erzählt immer ein Wort und dann öffnet es sich. Es ist aber ein doofes Wort. Das Wort lautet Hallouette. Hallouette, das kommt mir gerade so bekannt vor. Genau, okay, hallo Ed, da hatten wir doch gerade eben. War nicht hier was? Na, nicht du. Du? Hallo? Auch nicht? Auch nicht? Und was in dem? Genau, hallo Eds Ausgrabungstagebuch. Wahrscheinlich finden wir hier die nächsten. Ja, genau. Joho, aber alles finden wir hier. Was haben wir hier noch? 19 Pfeile. Kommt man jetzt aber nicht rein, oder? Ich meine, so in ein wunderschönes, großes Gebäude. Ich sehe sogar einen Wachhund davor. Da muss man noch reinkommen. Ui, was ist das hier? Das ist nochmal die blanke Planke. Wo ist eigentlich hier das Magierlabor? Ach, da? Das habe ich ja total übersehen. Na, da müssen wir auf jeden Fall noch rein. Konnte ich das Magierlabor übersehen? So, da waren wir schon. Ja, dann mache ich erstmal zum Magierlabor. Dann gehen wir in das Grab rein. Und danach zu Maleander. Och, ich bin so schlecht mit Namen merken. Jedenfalls diesen bösen, bösen Magier da. Und ich merke gerade, dass ich überhaupt gar keine Schutzzauber mehr habe. So geht das nicht. Also, was kann uns erwarten im Magierlabor? Wir hatten schon gegen... Danke. Wir hatten schon gegen drei verschiedene Elementare gekämpft. Ich glaube, es bleibt Luft oder Erde übrig. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Na? Luft. Oh, war ich doch dicht dran. Machen wir mal so. Oho. Ja. Kann das Ding jetzt nichts für. Wir sind einfach so göttlich gut. Was haben wir da bekommen? Nebelfetzen. Na, dann haben wir jetzt alle Zutaten zusammen und können Mitglied im Mantelturm werden. Was auch immer uns das bringt.
Ah, hier. Na, sage mal. Was habe ich denn hier alles übersehen? Nee, das habe ich nicht übersehen. Das dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Doch. Ja. Manchmal bin ich auch ein kleiner Schusse. So, blanke Planke. Nee, da ging... Hä? Ging das da nicht auch noch rein? Ich bin jetzt total verwirrt. Ich habe doch da, als ich von hinten auf das Haus geguckt habe, gesehen, dass es genau eine große Tür gibt. Wieso wird die hier nicht angezeigt? Ja, aber sei ruhig. Anwesen eines Adligen. Ja, ist doch wunderbar. Da ist doch schön, dass wir unsere Pixie dabei haben. Kommst du mal mit? Ich traue den Adligen hier nicht mehr. Und die mir anscheinend auch nicht, weil die andauernd alles mit Fallen vollstopfen. Das sind ein paar feige Hühner. Also nicht nur, dass es mit Fallen vollstopfen, sondern auch noch Männer anheuern und ihre Kisten abschließen. Also es ist ein ganz unsoziales Volk. Hm, aber wie ist eine schöne Musik hier drin? Die gefällt mir.